Wenn der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer zum traditionellen Neujahrsempfang in die Münchner Residenz einlädt, dann kommen sie alle, ganz egal, wie lange die Sondierungsverhandlungen in Berlin am Vortag gedauert haben. Es könnte ja das letzte Mal sein, dass Ministerpräsident Horst Seehofer da oben die Rede hält. Sind Sie wirklich? Ich bin total übermüdet. Ich bin jetzt seit 26 Stunden auf den Beinen in äußerst schwierigen Verhandlungen in Berlin. Und jetzt bei diesem Neujahrsempfang, wo man sich ja auch unter die Menschen begibt, eine Rede hält. Aber wissen Sie, wenn etwas Spaß macht, dann hat der Mensch unheimlich Kraft. Was wünschen Sie sich persönlich von 2018? Nur, das klingt jetzt platt, aber ich habe alles. Ich bin so dankbar, was ich alles machen durfte, bis hin zum Beispiel Ministerpräsident. Und mein Wunsch ist, dass mir der Herrgott weiterhin Gesundheit schenkt. Ich wünsche mir immer zunächst einmal Glück und Gesundheit für die ganze Familie, für die Kinder, für meine Frau. Und das ist das, was man sich persönlich wünscht. Dass vielleicht der Club noch aufsteigt, weil FC Bayern wird sicher Meister. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass die Wirtschaft so weiterläuft wie bisher. Das ist das Wichtigste, weil dann haben die Menschen eine Zukunft bei uns im Land. Politisch hoffe ich natürlich auf ein erfolgreiches Abschneiden der CSU bei der Landtagswahl. Wir hoffen, dass wir jetzt eine stabile Bundesregierung hinkriegen und dass vor allem der Frieden in unserem Land gewahrt bleibt. Sie glauben gar nicht, wenn man jeden Tag unmittelbar rund um die Uhr neben Angela Merkel sitzt. Verliert man jedenfalls alle Eigenschaften eines bayerischen Löwen. Man wird sehr zahm. Wie wehmütig sind Sie heute Abend hierher gekommen? Ja, schon ein bisschen Wehmut. Aber man weiß, der Wandel gehört zur Demokratie. Und deshalb Wehmut ja, weil einem das Land ans Herz gewachsen ist, die Bevölkerung. Aber ich habe jetzt keine Trübsal. Und ich weiß vor allem, was ich künftig mit meiner Freizeit tue. Wenn alles so läuft wie geplant, sind Sie nächstes Jahr hier der Gastgeber. Schauen Sie sich schon ein bisschen ab, wie es geht, oder ändern Sie was? Ich bin jetzt seit über 20 Jahren hier bei diesem Empfang. Ich kenne ihn genau und er ist einer der Höhepunkte des Jahres. Heute aber ist er Ministerpräsident Horst Seehofer. Wer im nächsten Jahr Ministerpräsident ist, dazwischen sind mehrere Wahlen. Schauen wir mal, was rauskommt. Bayern ist ein Paradies, liebe Freunde. Bayern ist ein Paradies.